Tag zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalümpchen und Moin aus dem wunderschönen grünen Bochum. Ich befinde mich auf dem Tippelsberger Naturlehrpfad und erlebe hier den Ruhrpott mal wieder von seiner grünsten Seite. Ja, kommt einfach ein Stückchen mit mir und nachher gibt's auch noch, wie immer, jede Menge Panorama. Viel Spaß! Das war mal wieder klar. Total verrückt. Da laufe ich hier durch das grünste Biotop im Ruhrgebiet. Wen treffe ich? Eine gute Bekannte und Freundin. Verrückt. Auf Spaziergang mit ihrem Hund. Ja, so kann es gehen. Die Welt ist ein Dorf. Also man sieht die Steigung jetzt ja nicht, aber der Tippelsberg, der braucht sich definitiv vor keiner Halde im Ruhrpott zu verstecken. Obwohl es ja nicht eine Halde im eigentlichen Sinne ist.
Oh. Und wieder Treppen. Dafür wirst du mit Panorama belohnt. Unbezahlbar. Mir gefällt der Tippelsberg wirklich, wirklich gut. Also wieder mal eine prachtvolle kleine Erhebung hier im Ruhrgebiet, die sich prima mit den namhaften Halden hier im Ruhrgebiet ja nicht messen kann, aber die auf jeden Fall nicht verstecken muss. Also ganz kleines, pittoreskes ja, Hügelchen nicht, das ist schon ausgewachsener Berg, ne, Tippelsberg. Also kurzum, das war schön, das hat Spaß gemacht. Jetzt geht erstmal wieder rund. Ja, und wenn man hier mal so guckt, ne, das geht schon knackig Berg hoch und Berg runter hier. Also kräftig durchatmen, ne? So. Jetzt aber weiter.